Ich grüße euch. In diesem Video, aufbauend auf dem über die erste und zweite Mendel-Regel, soll jetzt hier die dritte Mendel-Regel erläutert werden. Ihr seht, auf den ersten Blick sieht das ein bisschen komplizierter aus, aber in Wahrheit ist das gar nicht. Wenn ihr euch eine Grundvoraussetzung vor Augen führt, werdet ihr feststellen, dass das im Grunde genommen, wenn man einmal verstanden hat, wie Mendel-Regeln funktionieren, nichts anderes, als dass ihr bereits kennengelernt habt. Großer Unterschied zur ersten und zweiten Mendel-Regel, es gibt nicht mehr ein Merkmal, sondern jetzt zwei, das wir pro Individuum betrachten. Hier sind die ein bisschen kompliziert aufgeschrieben. Das mag verwirren, ihr seid aus dem Schulbuch vielleicht andere Notierungsweisen gewohnt, aber das ist nicht desto trotz genauso richtig. Die beiden Merkmale sind wie folgt. Zum einen haben wir hier das als klein t, klein b, klein t, klein b beschriebene Einfarbigkeit. Ihr seht, diese Garnele hat keine Musterung mehr, die ist nicht gefleckt, sondern komplett einfarbig gefärbt. In dem zweiten Merkmal, groß B, das kennt ihr aus der ersten und zweiten Mendel-Regel von Blackie, heißt es eben, sie ist schwarz. In diesem Fall also einfarbig und schwarz. Da sie jeweils zwei große Bs bzw. zwei kleine TBs hat, ist die Grundvoraussetzung, damit man überhaupt mit Mendel sozusagen arbeiten darf, erfüllt. Die Individuen sind rein erbig bezüglich des betrachteten Merkmals. Auf der anderen Seite, bei Roti, haben wir wieder die rote Färbung, hier als klein r bezeichnet, auch die kennt ihr bereits. Zusätzlich kommt ein groß BE. Das bedeutet, sie ist sozusagen gescheckt, also nicht mehr einfarbig gefärbt. Diese beiden Merkmale müssen wir also miteinander in Bezug setzen. Wir sehen, hier ist das BE groß, das heißt, gescheckt sein ist dominant gegenüber einfarbig sein, aber black, schwarz, ist dominant gegenüber rot sein. Wenn wir uns vor Augen führen, dass diese Linien wieder bedeuten sollen, dass natürlich jetzt verschiedene Keimzellen gebildet werden können, ist auch hier wieder das Prinzip aus der ersten Mendel-Regel zu sehen. Egal, welche Keimzelle Blackie hier oben bildet, er wird immer eine Keimzelle konstruieren, in dem die Einfarbigkeit sich wiederfindet und eine, in dem das Chromosom für Black drin ist. Gleiches wird Roti tun, es wird immer ein geschecktes Gen sozusagen weitergeben und das Gen für rote Farbe. Also F1-Generation ist wieder erfüllt, Uniformitätsregel, alle Individuen sind gleich, sehen diesmal alle schwarz, setzt sich über rot durch, und gescheckt, setzt sich über einfarbig durch, aus. Auch hier macht man jetzt wieder Folgendes, wie man es auch vorher getan hat. Man kreuzt die Individuen innerhalb der F1-Generation. Ich nehme also ein Individuum und ein anderes, die sind sich ja hinsichtlich ihrer genetischen Ausstattung gleich, und kreuze die miteinander und stelle das wieder in so einem Kreuzungsquadrat dar. Da diese Organismen jetzt aber ja nun recht viele Keimzellen insgesamt bilden können, alle vier Möglichkeiten sind da denkbar, sind auch verschiedene Kreuzungen möglich. Ihr seht also das Kreuzungsquadrat von ursprünglich vielleicht vier Möglichkeiten, von denen ja drei gleich aussahen und nur im Genotyp anders waren, sind jetzt hier schon ein bisschen angewachsen, aber vom Grundprinzip her genau identisch. Ihr nehmt also alle Möglichkeiten an Keimzellkombinationen, die ihr oben notiert, alle Möglichkeiten an Keimzellkombinationen, die ihr an die Seite notiert, und schaut dann, was kommt denn heraus, wenn diese beiden Keimzellen auf diese beiden Keimzellen treffen. Tja, und das ist jetzt ein einfaches Rechenbeispiel. Ihr seht auf den ersten Blick, die meisten Garnelen sind zwar schwarz, aber gescheckt. Das sind auch die beiden dominanten Merkmale und die kann man am häufigsten vor. Wenn ihr die mal zählt im Verhältnis, sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Mal haben wir also insgesamt so eine gescheckte, schwarze Garnele vorliegen. Von den anderen Typen gibt es teilweise weniger. Von denen, die rot aber gescheckt sind, gibt es nur 1, 2 und 3. Und von denen, die einfarbig und schwarz sind, auch nur 3. Und von denen, die einfarbig und rot sind, sogar nur eins. Zu erklären ist das ganz einfach. Nur dann, wenn die rezessiven Merkmale reinerbig auftauchen, kann ja eine Garnele rot und einfarbig sein. Das heißt, es müssen hier Keimzellen komplett im rezessiven Zustand quasi aufeinandertreffen. Und das ist eben sehr unwahrscheinlich. Von daher gibt es dieses Tier hier unten also auch tatsächlich nur ein einziges Mal. Umso mehr dominante Merkmale vertreten sein dürfen, umso wahrscheinlicher ist es. Das heißt, hier ist nur noch ein Merkmal rezessiv vorhanden bei den schwarzen Einfarbigen. Bei den anderen kann wieder eins im dominanten Fall dazukommen. Es gibt dreimal so viele. Gleiches gilt für die roten Gescheckten. So erklärt sich eine Aufspaltung von 9 zu 3 zu 3 zu 1, die ganz typisch ist für die F2-Generation.
Da sich aber also diese beiden Merkmale prinzipiell unabhängig voneinander vererben, das ist nicht auf einem Chromosom liegend, es ist nicht zusammen vererbt, sondern sie sind einzeln vererbt, hat Mendel dies als Unabhängigkeitsregel beschrieben, was also zum Ausdruck bringen soll, dass diese beiden Merkmale sich eben vollkommen frei voneinander kombinieren lassen.